that's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the game, we taking shots off the rebound. Fucking my post to say now. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade im Bikepark Winterberg mit dem Marc zusammen, der ist da hinten noch gerade beschäftigt, da ist er. Und wir checken jetzt mal die neuen Lines ab. Es gibt ja jetzt die Schneewittchen, Fairy Trail, Loosely und einen neuen Lift. Und das alles wollen wir uns heute mal anschauen. Kleine entspannte Feierabendrunde sozusagen. Wir haben schon das Nachmittagsticket gebucht. Und let's go. Also, den neuen Lift findet ihr ganz einfach, wenn ihr am Übungsparcours einfach vorbeifahrt und dann weiter runter. Dann seht ihr ja schon den Lift, den ihr schon kennt, der nicht so neu ist, der so super langsam ist. Und wenn man ein Stückchen weiter runterfährt, dort befindet sich dann direkt der neue Lift. Und der ist auch super schick, super schön. Und oben ging es dann auch direkt in die Schneewittchen-Line. Also, die neue Schneewittchen-Line ist sehr, sehr flowig. Es gibt eigentlich keine krassen Sprünge und alles kann man überrollen. Ich würde sagen, die ganzen neuen Strecken hier oben beim neuen Lift sind so ein bisschen angelehnt an den Flow Trail und die Flow Country in Willingen. Und ich finde persönlich, solche Strecken haben auch hier in Winterberg einfach gefehlt, wenn man mal länger nicht auf dem Bike gesessen hat oder einfach totaler Anfänger ist, dann kann man sich hier auf jeden Fall richtig schön austoben. Und für mich war es genau das Richtige, da ich ja beim Kurvenfahren mit dem Thomas nicht so gut, naja, abgeschnitten habe und hier definitiv richtig gut üben konnte. Übrigens, was ich ein Stückchen besser finde als in Willingen, ist, dass diese zwei Strecken hier nicht so ultra lang sind. In Willingen brauchst du ja echt fast 10 Minuten, bis du da irgendwie unten bist. Zumindest habe ich so lange damals gebraucht. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussehen würde. Ich muss auf jeden Fall nochmal nach Willingen, das steht auf jeden Fall auch fest. Aber von meinem Gefühl her waren die Strecken hier ein Ticken kürzer. Und das finde ich ganz schön, weil dann ist man nicht direkt so Game Over, wenn man unten angekommen ist. Ah, das höchste. Und hier habt ihr eigentlich das beste Beispiel. Der Daddy hier ist einfach mit seinem kleinen Sohn, ja. Ihr seht, wie klein der wirklich ist, auch diese Strecken gefahren und ganz gemütlich abgerollt. Also wirklich für jeden Anfänger ist der Schneewittchen Trail und der Fairy Trail machbar. Hier am unteren Abschnitt kann man dann nochmal wählen, ob man weiter Schneewittchen oder dann doch auf den Fairy Trail wechseln möchte. Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass der Fairy Trail
ein Ticken schwerer ist als der Schneewittchen. Und wir sind dann auch direkt wieder schnurstracks hoch, um direkt die nächste Abfahrt zu machen und jetzt auf den Ferry Trail abzubiegen. Meiner Meinung nach ist hier ein großer Unterschied, und zwar gibt es am Ende eine schöne kleine Table Line, wo man wirklich auch schon ein bisschen ordentlicher springen kann. Irgendwie sind die Kurven hier alle ein bisschen enger, es ist alles ein bisschen trickier, und für mich war es auf jeden Fall der schwierigere Abschnitt. Übrigens, mein Ziel war für den Tag wirklich viel Kurvenfahren üben, da ich da ja, wie schon gesagt, einfach ein bisschen versagt habe im Coaching. Und heute an dem Tag habe ich einfach gemerkt, wie wichtig die Blickführung ist. Also wenn du irgendwie schon die richtige Position hast in Anliegerkurve und ein bisschen weißt, wie du da dein Gewicht verlagern musst und einfach in die richtige Richtung guckst und nicht auf dein Vorderrad, macht das einfach einen riesengroßen Unterschied beim Kurvenfahren. Der kleine Abschnitt hier über die Brücke ist übrigens bei beiden Strecken gleich, wie ihr seht. Und was wir nicht wussten, an dem Tag hier war einfach Canyon irgendwie dort und man konnte sich kostenlos Bikes leihen. Und hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir unglaublich gern mal so einen Sender geliehen oder sowas. Auf jeden Fall haben wir zwei Follower später getroffen, die sich dort Bikes ausgeliehen haben. Und der eine hatte einen Torque und der andere hat einen Sender. Und das Sender sah schon echt verdammt heiß aus, muss ich ehrlich sagen. Auf dem zweiten Abschnitt des Ferry Trails kommen dann die besagten drei Tables. Und die seht ihr gleich, die sind wirklich unglaublich schön gebaut, sodass sie einfach gut funktionieren und schön gerade anzufahren sind. So Leute, die ersten zwei Lines, Schneewittchen und Ferry Trail, gefahren. Also ich finde persönlich, machen die sogar eigentlich mehr Bock als die Flow Lines in Willingen, weil die einfach nicht so ultra lang sind und man einfach direkt am Arsch ist, wenn du halt den ersten Abschnitt gefahren bist. Jetzt fahren wir mal hoch, wir müssen gleich noch Marks Brille wegbringen, der will heute nicht mit Brille fahren. Fühlt sie nicht an heute, ganz komisch. Nicht so sein Ding heute, aber die ersten zwei Runs liefen schon echt gut. Ich bin gespannt auf die Loose Lee. Da sind schon ein paar fette Sprünge drin, ne? Bin mal gespannt, ob ich mich da traue. Ja, man kann auch alles abrollen, habe ich gehört. Mal sehen. Wir haben zum Glück zwei Jungs getroffen, von denen ich ja eben schon kurz erzählt hatte, die sich die Bikes geliehen haben. Und die haben uns dann auch den Weg zur Loose Lee gezeigt. Die ist allerdings wirklich noch nicht komplett fertig, sondern ungefähr bis zur Hälfte befahrbar aktuell. Ich muss schon sagen, von der Loose Lee habe ich definitiv richtig Respekt gehabt schon, weil die Sprünge auf den Videos schon echt nicht ohne ausgesehen haben und die Leute unglaublich schnell darunter gefahren sind. Nichtsdestotrotz wollte ich sie natürlich unbedingt mal fahren, einfach weil es ja einfach eine neue Strecke ist und ihr wisst, das macht immer irgendwie Laune. Ja.
Der letzte nicht. Leute, meine Bahnen sind durch. Puh. So Leute, wir sind die Loose Lee gefahren und auch die anderen beiden neuen Strecken. Und ich muss sagen, mir gefallen alle Strecken richtig krass gut. Besonders die Loose Lee, ich glaube, wenn die fertig ist und die man ein bisschen kennt und lernt einfach loszulassen, laufen lassen, dann macht die richtig krass Bock. Wir haben jetzt einen kurzen Stopp am Auto gemacht und machen jetzt noch so ein paar Runden zum Abschluss. Und dann ist auch Lift schon zu.